Eine der aktuellen Kunststipendiatinnen auf Schloss Plüschow ist Lucrezia Zanardi. Die gebürtige Italienerin hat den Master in Fotografie, Photographic Studies an der Fachhochschule Dortmund im April 2020 abgeschlossen. Sie promoviert aktuell zum Thema Shaping Time, Rethinking Archives through Photographic Practice. Kurz gesagt, es geht um die Neugestaltung von Zeit und wie man Archive mithilfe fotografischer Techniken neu denken, wie man sie fassbar, begreifbarer machen kann. In der Brust von Lucrezia Zanardi schlagen zwei Herzen. Zum einen theoretisches Wissen, zum anderen die praktische Arbeit. Wenn ich nur mit praktischer Arbeit mich beschäftige, dann sehe ich die Dringlichkeit zu schreiben, also sehe ich die Dringlichkeit zu forschen oder sehe ich, dass es eine Lücke gibt. Und wenn ich nur mit der Theorie mich beschäftige, bin ich auch in Zweifel, weil ich muss auch die Sachen in Praxis testen. Und daher ist einfach dringend und ist einfach wichtig, dass die beide zusammen sind. Und ich kann nicht ohne Theorie, aber auch kann nicht ohne Praxis arbeiten. In Plüschow genießt sie es, endlich wieder in einem großen Raum arbeiten zu können. Diese Möglichkeit hatte sie während des Corona-Lockdowns nicht. Umso schöner ist es für sie, ihre theoretischen Ausarbeitungen und Gedanken hier in die Praxis umzusetzen und mit ihnen zu experimentieren. Inhaltlich beschäftigt sie sich seit einem Jahr mit der Philosophin und Heiligin Edith Stein. Diese wurde im August 1942 in Auschwitz ermordet. Lucrezia Zanardi möchte das theoretische Wissen, das sie über Edith Stein in den Archiven gesammelt hat, nun auf eine materielle Ebene bringen, es so fassbar und erfahrbar machen. Dazu bedient sie sich verschiedener Hilfsmittel. Eines davon ist die Projektion von Räumen im Raum mit einem Projektor. Gerade eben, was wir sehen hier, ist der Ort, wo sie groß geworden ist. Sie war 3, als sie da umgezogen ist. Und gerade auch eben in Verbindung mit diesem Ort, in Plüschow, dass er so groß ist und diese Flächen, die so viele Möglichkeiten anbieten, habe ich gedacht, dass wenn man wirklich den Raum, einen anderen Raum da drin projiziert, können auch neue emotionale oder atmosphärische Beziehungen auch mit dem Ort, wo ich gerade bin, entstehen. Und das hilft mir auch wirklich, also ein bisschen besser in die Details hineinzuzoomen und sehen, wie man vielleicht diesen Raum erfahren hat, wie sie als Kind das erfahren hat. Die Herangehensweise an verschiedene Themen ist für Lucrezia Zanardi oft ähnlich. Zuerst arbeitet sie im Archiv, um sich fundiertes Wissen anzueignen. Die Wahrnehmung, die sie dort gesammelt hat, will sie später in den Raum bringen. Gerade eben habe ich den ganzen Archiv, den ganzen Archivmaterial, bildliche Archivmaterial gedruckt. Und die Idee ist gerade eben, etwas wie eine Art Mindmap zu schaffen, wo ich meine eigene visuelle Wahrnehmung von was ich gerade habe, was man hat eigentlich im Archiv als visuelle Ebene, dargestellt wird. So entsteht eine Struktur der Geschichte und die Künstlerin schafft es so, ihre Gedanken in den Griff zu bekommen, wie sie selbst sagt. Dann kommt die materielle Ebene hinzu. Im Archiv hat sie lange Materialien, beispielsweise Hüllen oder Mappen, untersucht. Zusätzlich hat sie diese fotografiert. Nun möchte sie versuchen, die Materialien auch ein wenig für sich sprechen zu lassen. Was genau am Ende des Arbeitsstipendiums entstanden sein wird, weiß Lucrezia Zanardi heute noch nicht. In jedem Fall möchte sie, dass man den Ort wahrnehmen kann und dass eine Atmosphäre und neue Erkenntnisse um Edith Stein entstehen.